Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen ja zu Al-Hassans Werkstatt gehen. Ich weiß gar nicht. Oh. Machen wir jetzt den Todessprung? Ist das. Liegt da Heu irgendwo? Ich meine, hier ist ein Balken, ne? Das ist so mächtig. Das sieht so cool aus. Hätte ich da oben synchronisieren können? Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Friede sei mit dir, Basim. Und mit dir, mein Freund. Und mit dir. So, Al-Hassans Werkstatt. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Vorsicht, ich muss da mal durch. Achtung, ich muss zu... Vorsicht, ich muss zu Al-Hassan. Geh doch mal weg da. Ja, mach doch mal Platz. Entschuldigung. Das ist nicht sehr klug. Aber lustig. So, wollen wir noch mit ihm hier schnacken? Guck mal, mit dem können wir reden. Ihr? Friede sei mit dir, Rivka. Friede sei auch mit dir. Welch zäher, langweiliger Tag. Hast du nicht gehört, dass ich zur Einführung berufen wurde? Oh, wir nehmen inzwischen wirklich jeden auf. Was hat das denn zu bedeuten? Das war nicht sehr nett. Entspann dich. Mir ist schon klar, dass das heute dein großer Tag ist. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Irgendwie zweifle ich an deiner Ernsthaftigkeit, junge Dame. So. Ob wir jetzt die versteckte Klinge bekommen? Oh, die bin ich ja so scharf, ne? Hassan. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Die Klinge. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Die Klinge. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Oder habe ich die schon? Nee. Für Innenseiten nix, auf der Außenseite nix. Na gut, dann begeben wir uns mal zum Höhleneingang. Müssen wir nach oben, ja? Das ist ein großer Tag für ihn. Ich muss mich mehr anstrengen, um ihrer würdig zu sein. Ja. Möglicherweise ist es doch ebenerdig. Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen? Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Und jetzt verkacke ich's. Eine neue Robe wartet. Ah, sie steht hier gut. Komm, es ist soweit. Da haben wir die Klinge. Oder? Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Kann ich nicht nachgucken. Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Wisst ihr, was ich mich immer frage? In diesen Höhlen, ne? Wer läuft da Tag für Tag, Tag ein, Tag aus und zündet diese ganzen Kerzen an? Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben. Bist du hinten angekommen, bist du das erste Jahr wieder aus. Angst, handlungsfähig zu bleiben. Jetzt werden wir Teil der Bruderschaft. Auf diesen Moment habe ich so viele Wochen hingearbeitet.
Ein wenig nervös sehen wir aber schon aus, ne? Basim ibn Ishaq. Bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Ich weiß, was wir machen. Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Ja, ab jetzt ist vorbei mit Ring anstecken. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ja. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Oh, die Eier musst du erstmal haben, ne? Oh, finde ich, haben wir ziemlich, ziemlich stark weggesteckt, ne? Basim ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Da ist die Klinge. Willkommen, Verborgener. Aber eigentlich ist das doch total auffällig, dass, sag mal, einer von 100 Leuten jeweils keinen Ringfinger hat, aber dafür so einen Lederüberzug am Finger. Oh Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. Nimm das! Ah, den können wir nicht. Du hast mich gut ausgebildet, Roshan. Womit schlage ich als nächstes? Doch. Geh doch weg! Oder schwer? Okay, kleinen Moment. Lass mich in Ruhe, du bist ja krank. Nein! Du kommst mitten im Kampf, Junge. Ich hätte sie verliehen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Aufgeflogen, wa? Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Der Orden wird ja wahrscheinlich auch seine Leute auf der Straße haben. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf. Ja, der Orden der Bruderschaft, der wird, die werden ja auch ihre Leute da in der Stadt haben. Und wenn wir überall rumfragen, könnte natürlich einer da mal ein bisschen geplaudert haben.
Sandsturm. Okay, wir waren jetzt 3 Tage unterwegs. Das heißt, der gute Mann, der ist auch 3 Tage verwundet unterwegs gewesen. Bagdad. Im Herzen des heutigen Iraks. War das damals auch schon Irak? Ich weiß das gar nicht. Basim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Bagdad. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelt er nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Ein vergitterter Hof in der Nähe der Moschee. Okay. Also irgendwo dort ist ein Safehouse für uns. Na dann, wohin führt mich mein Herz? Herausforderung ansehen. Ja. So, wir müssen erstmal das Bruderschaftshaus finden. Die Straße folgen. Das da? Gott, dann dreh dich doch mal. So. Ja. Kann ich einfach so in die Stadt reinreiten eigentlich? Ich denke mal schon, ne? Die werden ja auch mal Besuch haben. Händler, Bauern. Wie komme ich hier wieder runter? Hallo? Nein. Nein. Ah, C gedrückt halten. Interagieren. Die Tore Bagdads. Mit seiner Gründung war Bagdad von Mauern umgeben, die seine Bewohner vor Eindringlingen und Sandstürmen schützen. Eine Reihe großer Tore erlaubte es dem Militär, Prozessionen und Händlern, diese beeindruckende Befestigungsanlage zu durchschreiten. Das auffälligste Merkmal der Stadt war ihr runder Aufbau. Die kreisförmige Gestalt war von neueren Städten des 7. Jahrhunderts und antiken Städten wie Gur oder wie Ardashir beeinflusst, die von sassanidischen die von sassanidischen Königen Jahrhunderte vor der Gründung Bagdads durch Kalif al-Mansur errichtet worden waren. Im 10. Jahrhundert war Bagdad über die runde Stadt hinausgewachsen und diese wurde aufgegeben. Aufgrund der Zerstörung der Stadt 1258 durch die Mongolen und die folgenden städtische Entwicklungen auf den Ruinen haben keinen archäologischen Belege der Runenstadt überdauert. Okay. Die kreisförmige innere Stadt konnte durch 4 gleich weit voneinander entfernten Tore betreten werden. Ein jedes führte in eine andere Region oder Stadt des Reiches und wurde nach diesem Ziel benannt. Bab al-Kufa im Südwesten, Bab al-Basra
im Südosten, Bab Khorasan, Ost-Tiran und Usbekistan, im Nordosten und Bab Asch-Scham, Syrien, Damaskus. Ah ja, 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 das ist ein bisschen viel Geschichte, ne? Kann die ganzen Wörter gar nicht aussprechen. Gott, ist das unangenehm. Oh, Bagdad. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. Hallo, Basim. Wild, aber geschickt. Kann nicht mal was passieren? Wenn du mich fragst, ist es Kalifen Harbir. Harbija. Habir? So, finde das Bruderschaftshaus in der Nähe der Moschee. Wir parken erstmal unser Kamel, würde ich sagen. Wir gucken einmal von dem Turm vielleicht, ob wir hier eine Moschee sehen. Oder ist das eine Moschee? Also gehört das dazu. Gefängnisse. In Bagdad gab es mindestens 7 Gefängnisse, die je zwischen einigen Dutzend und einigen hundert Gefangenen beherbergten. Zu einem Zwangsaufenthalt in einer dieser überfüllten Einrichtungen verurteilt zu werden, wurde als eine der schlimmsten Strafen angesehen, und es gibt Aufzeichnungen über mehrere Fälle, in denen die Verurteilten stattdessen um körperliche Strafen baten. Die meisten Gefangenen waren Schuldner. Die Last eines Lebens im Gefängnis diente dazu, sie zur Bezahlung ihrer Schulden beim Staat oder anderen Gläubigern zu bringen. Im Gefängnis trafen sie allerlei Gesetzesbrecher, von Taschendieben zu Leuten, die wegen öffentlicher Trunkenheit verhaftet worden waren. Schwerverbrecher kamen selten ins Gefängnis, da die meisten schweren Verbrechen, Mord, Verrat, wiederholte Gotteslästerung, mit dem Tod bestraft wurden. Manche Gefangene lebten unter schrecklichen Bedingungen, aber das, was von Stand und Rang abhängig. Aber das war von Stand und Rang abhängig. Unterbezahlte Wachen stahlen von ihnen, was sie konnten, inklusive der eh schon unzureichenden Wasser- und Essensration, welche die Verwaltung des Kalifats ihnen zugestand. Also ganz schlimme Sitten, ne? Wie deutsche Gefängnisse. Schmutz. Ja. Ja gut, ins Gefängnis würden wir ja wahrscheinlich eh nicht kommen. So, einmal zum Türmchen. Ist nicht das sogar schon die Moschee? Oder ist das so ein Palast? So. Das hat funktioniert. Große Moschee. Ja, wunderbar. Einmal über das Seil. Wupp. Bin mir nicht sicher, ob man wirklich direkt sehen würde, wo das Bruderschaftshaus ist. Tap. Den schaffe ich, oder? Alter Schwede. Im Leben würde ich das nicht machen. Okay. Ja, wie darf ich das verstehen? Ist das ganze Gebäude umzäunt? Kommen wir noch weiter hoch? Ja, ne? Hier können wir synchronisieren.
wichtiger Ort entdeckt. Hallo? Warum? Okay. Wird mir jetzt Stall, Monadi, Schmiede, Aussichtspunkt. Ist das das Bruderschaftshaus? Wäre denn in der Richtung? Habe ich die Kiste jetzt markiert? Ja, erstmal alles anklicken, ne? Wollen wir uns mal die Kiste holen? Und uns ja langsam zur Bruderschaft vorarbeiten. Oh, ein bisschen Kleingeld. Dankeschön. Die hat sowieso viel zu viel gehabt. April, April. Ich habe mich lange genug aufgehalten. Roshan und Fulad erwarten mich sicher schon im Bruderschaft. Ich gehe davon aus, dass ich da gar nicht hoch darf, ne? Reagieren die Wachen drauf? Nee. Ein Diebstahl! Habt ihr das mitgekriegt? Das kann ja nicht sein. Irgendwo hier treibt sich ein Langfinger rum. Halt gut die Augen offen, mein Freund. So. So, das Haus der Bruderschaft wären 230 Meter nach da. Ja, der Medaillon. So, dann zeig doch mal, was haben wir denn noch hier in der Nähe? Haben wir hier noch irgendwas, wo wir rein können? Ein Heuwagen? Okay, keine Kisten. Hallo? Keiner zu Hause. So. Ach, wir mischen uns wieder unter das Volk. Wir wollen ja Freunde sammeln, ne? Wir gehören zur Gesellschaft. Wir sind ganz normale Bürger. So. Was siehst du, Enkidu? Enkidu. Händler. Okay, das Haus der Bruderschaft wird mir gerade gar nicht mehr in der Map angezeigt. Oder bin ich schon dran vorbei? In der Nähe der Moschee. Ah,
Cool, der hat mir die Kiste angezeigt. Da ist es. Ah, okay, das macht Sinn. Ein ganz dezenter Hinweis. Gut. Gehen wir mal raus aus dem Vogel. Wo hat er die Markierung gesetzt? Darf ich mal? Entschuldigung. Ich möchte. Oh, der Schwert. So. Ziel auf die Beine ihrer Pferde. Dann sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen. Das ist hart. An der Hüfte habe ich von Talals Ausholbewegung, als wir westlich von Kinasrin bei einem griechischen Überfall eingekesselt waren. Oh, jetzt haben wir ihnen das Angeln versaut. Können wir ihn ins Wasser schubsen? Nee, schade. Ach, das wäre so lustig. So. Moin Meister. Was für eine Brühe. Immer noch weiter darüber. Hier wäre es gewesen. Kann ich hier nicht runter? Doch. Bruderschaftshaus Habija. Bin dafür, dass Bagdad deutsche Wörter also richtig aussprechen kann. Das ist ein Bruderschaftshaus der Verborgenen. Ich hätte eine Hütte erwartet. Einige sind das auch. Andere sind mit Gold verbrämt. Wo wir uns auch niederlassen, es zählt nur, dass unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Das ist hier mit Sicherheit der Fall. Hast du etwas Hilfreiches gefunden? Nichts dazu, wo Ali sich befinden könnte. Aber Nur stand in Kontakt zu jemandem namens Beshi. Ich kenne diesen Namen, einer von Alis engsten Verbündeten in der Rebellengruppe. Er arbeitet am oberen Hafen. Sieh nach, ob er dort ist. Womöglich kann er uns etwas über Alis Verschwinden erzählen. Hier habe ich etwas. Wie es scheint, hat Nur diesen ganzen Bezirk aufgezeichnet und das Manufakturgebiet im Norden markiert. Was gibt es dort? Anhänger der Rebellen. Wenn Nur aus irgendeinem Grund dort war, sollten wir dem nachgehen. Verstanden. Das ist keine heiße Spur, doch immerhin ein Anfang. Fulad und ich werden sehen, was wir noch herausfinden können. Sei vorsichtig. Also, ich mach die Drecksarbeit. Geht klar. Nachforschung öffnen. Nachforschung. Das Nachforschungsmenü zeigt den Fortschritt deiner Nachforschung und Fälle an. Wird angezeigt, wenn das Menü neue Informationen enthält. Fälle enthüllen. Um Fälle zu lösen, benötigst du Hinweise. Diese findest du, indem du Orte besuchst und Leuten in der Welt hilfst. Untersuche einen Hinweis, nachdem du ihn entdeckt hast, um mehr Informationen zu erlangen, die deine Nachforschung voranbringen könnten. Fälle verfolgen. Wenn ein Fall verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Wenn du in einem Fall Fortschritte machst, kommst du auch bei Basims Nachforschung und in seiner Geschichte voran. Gut. 1, 2, 3. Dritte Fragezeichen ist nicht enthüllt. Ali ibn Muhammad. Anführer der Aufständischen und Verbündeten der Verborgenen.
Der Orden steht unter Verdacht, hinter Alis Verschwinden zu stehen. Hinweise nicht gefunden. So, wir haben jetzt einmal die beiden Sachen. Nurs Kontaktperson oder Beshi finden. Okay, würde ich sagen, wir fangen mit dem hier erstmal an. Von links nach rechts. Und wenn wir die beiden haben, werden wir den in der Mitte schon kriegen. So, dann kann es jetzt endlich richtig losgehen. Jetzt können wir endlich richtig Assassin's Creed spielen. Und ab nächster Folge geht es dann auch los. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut. Ciao.